Also ich werde ja am Wochenende eine epische Reise durch das Sonnensystem beschreiten. Ja, ja, ist gut. Ich habe die Werbebroschüre zu Destiny 2 auch gelesen. Was geht? Ich will doch nur ins Planetarium. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamers Global User und alle anderen, die uns bei unserem heutigen Montagmorgen-Podcast zuhören. Und damit auch guten Morgen, Christoph. Ja, guten Morgen, Benjamin. Guten Morgen, liebe Zuhörer oder Zuschauer, wenn ihr gerade den Podcast auf YouTube lauscht letztendlich, ja. Ja, eine neue Woche hat begonnen. Im September sind wir mittlerweile angekommen und in München war es zumindest heute Morgen relativ frisch. Aber das wird sich im Laufe des Tages noch ändern. Montags fahre ich ja mit dem Auto und da habe ich davon nichts mitbekommen. Aber mir wurde zumindest per SMS mitgeteilt, zieh dir was Wärmeres an, es ist kalt draußen. Ja, ich glaube, ich weiß auch, von wem die SMS kam. Ja, bevor wir ans Eingemachte gehen zum Beispiel erzählen, was euch in der aktuellen Woche alles so für Inhalte erwarten oder erwarten könnten. Es gibt ja manchmal auch so Embargos, die man nicht nennen darf, aber wo wir dann vielleicht andeutungsweise etwas in Aussicht stellen könnten. Sprechen wir doch einfach mal darüber, was wir so als letztes gespielt haben. Christoph, was hast du denn so zuletzt gespielt? Oh, die meiste Zeit, gerade am Wochenende, habe ich mit Uncharted 4 The Lost Legacy verbracht. Heißt es Uncharted 4 oder heißt es einfach nur Uncharted Lost Legacy? Bin ich gerade gar nicht. Es heißt nur Uncharted, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, da bin ich jetzt ja so eineinhalb Stündchen drin, vielleicht auch schon zwei, so gerade im Open-World-Abschnitt so die Hälfte etwa erledigt. Und gerade da, muss ich sagen, weiß ich nicht so genau, ob der mir so richtig gefällt. Also, es ist irgendwie, es passt nicht zu Uncharted, finde ich. Also da frei rumzufahren und in der Open World nach Gegenständen abzusuchen oder die nächsten Missionsziele zu suchen. Ich glaube, es würde mir besser gefallen, wenn alles ein bisschen linearer wäre, so wie es in der Uncharted-Reihe üblich ist. Was ja nicht heißen muss, dass es keine offenen Spielgebiete geben darf. Das war ja in Uncharted 4 in Madagaskar letztendlich genauso. Daran erinnert mich das Gebiet jetzt, dieser Open-World-Abschnitt, auch sehr stark. Da hatte man ja auch mit dem Buggy, mit dem man rumfährt, genügend Möglichkeiten, da mal links und rechts ein bisschen auszuweichen und die versteckten Schätze zu finden. Aber so komplett freie Hand, in welcher Reihenfolge gehe ich das an? Ich finde, das passt nicht so richtig zur Serie. Ist ein Versuch, den sie gerne mal machen konnten, aber den brauche ich für weitere Fortsetzungen, wenn es sie denn geben sollte, nicht unbedingt. Aber da muss ich sagen, das Spiel, das sieht einfach fantastisch aus. Ich finde, da haben sie seit dem vierten Teil nochmal, also meiner Meinung nach, nochmal ein bisschen zugelegt. Gerade am Anfang, dieser Abschnitt da in dieser, weißt du, wie die Stadt heißt? Ich weiß gar nicht, welche Stadt das war, irgendwo in Indien halt. Das muss tatsächlich Mumbai sein. Mumbai, ja. Auf jeden Fall da in der Dunkelheit mit den Lichteffekten, das ist der Hammer. Also das sieht richtig genial aus und so wie das aussieht, da wundere ich mich auch nicht, dass sie bei dieser Engine bleiben, die ja, glaube ich, sogar bei Uncharted 1 schon mehr oder weniger zur Verwendung kam und die immer nur weiter ausbauen. Wenn das Ergebnis dabei rauskommt, warum eine komplett neue Engine aufbauen? Ja, also wobei, wie gesagt, also insgesamt finde ich es technisch nicht so stark wie den vierten Teil, was ganz einfach daran liegt, dass das halt wesentlich mehr Hakeligkeiten hat. Also gerade bei den Animationen und wie oft man da mit dem Charakter irgendwo an Umgebungsobjekten hängen bleibt und ähnliche Sachen. Das war mir auch schon aufgefallen, ja. Das ist deutlich stärker, als das in Uncharted 4 der Fall war. Nicht, dass es das da nicht gegeben hätte, aber so ganz die Perfektion in technischer Hinsicht erreicht es da aus meiner Sicht dann vielleicht doch nicht ganz. Also wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen. Also mir ist es zum Beispiel aufgefallen bei der Nadine, wenn du da in der Open World so einen Plattform-Hüpf-Rätselabschnitt meistern musst, da hüpfst du als erstes über die Plattform drüber und dann kommt die Nadine hinter dir her und im Normalfall siehst du das ja gar nicht, weil du einfach vorläufst. Und wenn du dich jetzt zurückdrehst und guckst, wie sie hinterher hüpft, das sieht schon sehr hölzern aus. Da war ich auch ein bisschen negativ überrascht. Da dachte ich, da wäre Uncharted mittlerweile auf einem anderen Stand. Das sieht irgendwie so wie, ja, drei Animationsschritte insgesamt aus, wie sie über diese ganzen Dinger hüpft. Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Und dieses Hängenbleiben, das hatte ich in der Open World jetzt auch schon mehrmals. Das stimmt. Ja, und halt auch noch so ein paar andere Sachen. Also was halt einfach besser gelöst war. Ich meine, es gab selten Abschnitte oder nur vereinzelt Abschnitte, wo man in Uncharted 4 dann ja auch mal mit einem Begleiter unterwegs war zu Fuß.
der einem im Weg stehen konnte, der also halt so einen gleichen Pfad nimmt. Also dass da zum Beispiel die Kollisionsabfrage halt einfach so geregelt ist, dass die Nadine dir im Weg stehen kann und auf der anderen Seite in Kletterabschnitten kannst du durch sie durchklettern und solche Sachen. Aber wie gesagt, alles Kleinigkeiten. Ja, gut, sehr gut, Niveau gut, jetzt auch gut, gemotzt, gut, ne? Gut ist es trotzdem geworden. Aber was den Open-World-Abschnitt angeht, kann ich dir auch nur zustimmen. Mir war der auch eher sogar schon eine Nummer zu groß. Das ist ja auch groß angekündigt. Ja, der größte offene Spielabschnitt in der Uncharted-Historie und so. Vielleicht wollen sie damit sogar so ein bisschen mal austesten, wie die Fans darauf reagieren, ja, auf so ein großes offenes Gebiet. Und ob sie das nicht möglicherweise in einem Nachfolger, der auf Open World mehr oder weniger komplett ausgelegt ist, ob sich das lohnt, das zu etablieren. Und ich hoffe nicht. Das denke ich auch. Und dann abschließend möchte ich gerne noch dazu sagen, also ich finde die zwei Hauptcharaktere, die finde ich passen sehr gut da rein. Und mir fehlt Nathan bisher kein bisschen. Also als Spin-off finde ich das völlig in Ordnung und gerne darf die Uncharted 3 auch ohne Nate weitergehen. Ja, ansonsten noch irgendwas anderes gespielt oder war es das im Wesentlichen? Ich habe noch die Beta zu Call of Duty 2, Call of Duty World War 2 heißt es einfach nur, ja genau, Call of Duty World War 2 gespielt. Gefällt mir sehr gut, aber da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil damit kämen wir schon uns zu unserer Vorschau. Ich werde diese Woche dazu noch eine Preview machen und euch da ein bisschen genauer von meinen Erlebnissen erzählen. Aber alles in allem hat es mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, was habe ich denn so gespielt? Ich habe unter anderem etwas gespielt, was auch mehr oder weniger schon in Bezug auf die Vorschau was vorwegnehmen würde, nämlich Last Day of June. Ein Story-Adventure, das aber auch spielmechanisch trotzdem ein paar sehr nette Ideen hat und auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller ist, als das bei den Telltale-Spielen beispielsweise der Fall ist. Das hat der Thomas Schmitz für uns getestet und ich habe das parallel auf der PS4 gespielt. Und ich muss sagen, am Anfang, ja, ganz nett und dann wurde es langsam besser. Und das einzige Negative, was mir dann so noch bei mir noch hängen geblieben ist, ich finde die Handlung schon so ein bisschen vorhersehbar. Also was auf was es am Ende hinausläuft, das habe ich mir schon relativ früh gedacht. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel über das Spiel erzählen. Der Test vom Thomas, der kommt noch im Laufe des heutigen Tages. Und da werdet ihr dann entsprechend erfahren, ob sich das Spiel italienisches Studio und von 505 Games, ist ja ein italienischer Publisher und ja, ihr werdet's erfahren, wie gut oder wie schlecht es geworden ist. Und ansonsten, ja, zu Life is Strange brauche ich eigentlich nicht mehr großartig was zu sagen. Ich habe noch die dritte Episode von Guardians of the Galaxy gespielt, muss ich jetzt noch nachholen. Das mir wirklich immer besser gefällt, muss ich sagen. Also die erste Episode, die hat mir zwar auch humortechnisch gut gefallen, aber so was das Pacing angeht und diese ganzen Sachen, da finde ich, da haben sie sich mit Episode 2 und 3 jetzt nochmal klar gesteigert. Und es gibt am Ende so einen Abschnitt, wo er seine Mitstreiter... Wer ist er? Ja, natürlich der Hauptcharakter, also der gute Star-Lord. Der seine Mitstreiter beruhigen muss, damit ein, ich will nicht so viel über den Charakter verraten, damit sie sich, seine Frau konzentrieren kann, um einen bestimmten Ort zu finden mit ihren fast magischen Wahrnehmungskräften. Und es ist auf jeden Fall eine sehr köstliche Szene und davon gibt es einige im Spiel. Nee, gefällt mir wirklich sehr gut und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe am Anfang gedacht, da poppten die Achievements, erstes Kapitel abgeschlossen, das ging der Reihe nach. Aber im Endeffekt, ich habe jetzt mir es nicht aufgeschrieben, würde ich behaupten, war die Episode trotzdem von der Länge her noch relativ normal, aber das Abschlusskapitel dann doch verhältnismäßig lang ausfiel. Was ist denn mittlerweile normal? 90 bis 120 Minuten? Ja, ungefähr. Ne? Also ich würde sagen, so 90 Minuten wird es gewesen sein. Ich glaube, die zweite Episode war ein bisschen länger, so knapp 2 Stunden. Ich meine, es gibt ja auch durchaus einen Hang bei Telltale, jetzt doch mehr optionale Sachen einzubauen. Also bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel, dass du halt per Funk, wenn du gerade allein irgendwo in einem Level unterwegs bist, beziehungsweise auch manchmal, wenn die anderen im selben Level sind, dass du sie anfunken kannst und mit ihnen noch zusätzliche Dialoge führen kannst. Und solche Sachen.
Und ja, da kann man natürlich schon noch die eine oder andere zusätzliche Spielminute rausziehen. Und ich meine das nicht, ja, keine Ahnung, wenn man denn will oder sonst was, weil das lohnt sich im Regelfall schon, was man da so findet. Das ist bei Life is Strange Before the Storm ja relativ ähnlich. Gibt es ja auch viele optionale Inhalte, die ja, sich wirklich lohnen. Also wo man nicht sagen kann, ja hier, wenn du das noch machst, dann hast du ja 10 Minuten mehr. Nee, wenn du das machst, dann hast du 10 Minuten länger Spaß mit dem Spiel. Also von daher. Ja, ansonsten ja, gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel, was ich jetzt noch am Wochenende gespielt habe. Von daher belassen wir es an dieser Stelle einfach mal dabei und kommen zur Vorschau, die wir ja schon in vielerlei Punkten angedeutet haben. Zum einen Last Day of June vom Thomas Schmitz, der kommt heute noch mit einem Meinungskasten von mir auch noch. Christoph hat ja schon gesagt, er hat Call of Duty angespielt, da wird es dann entsprechende Preview geben, wahrscheinlich am Mittwoch, weil wir den, wenn das zeitlich so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, der Premium-Wunschartikel für den Monat August, nämlich zu Everybody's Golf, den würden wir dann morgen bringen. Und ja, ich habe mir noch South Park angeschaut, aber ich darf noch nicht sagen, ich darf noch nicht sagen, wann ich berichten darf. Und zum Spiel selber darfst du natürlich auch noch nichts sagen. Es ist South Park. Es ist South Park, okay. Mit neuem Kampfsystem, wie ich gehört habe. Ja, also mit in vielerlei Hinsicht angepasstem auf jeden Fall und sehr viele sehr witzige Sachen drin. Ja. Und dann können wir eigentlich schon mal ja, ankündigen zumindest den Test zu Destiny 2. Das geht am Mittwoch los, obwohl vielleicht schaffen wir es irgendwie schon morgen spielen zu können. So ganz sicher ist das noch nicht. Aber ja, damit werden wir uns Zeit nehmen müssen und das wird dann vermutlich Anfang nächster Woche erst mit dem Test was werden. Aber damit werden wir diese Woche natürlich auch richtig gut beschäftigt sein, also hauptsächlich ich. Und dann möchte ich noch ein Thema ansprechen. Wir haben gerade die Anmeldung laufen zu unserem Rocket League Turnier. Da hoffen wir natürlich, dass noch viele, viele Anmeldungen reinkommen werden. Bis Donnerstag, also einschließlich Donnerstag, sind die Anmeldungen noch möglich. Danach ist eine Woche lang die Gruppenphase. Und aktuell im Forum ist die Liste noch nicht ganz aktualisiert. Aktuell sind wir bei 5 angemeldeten Teams plus ein oder zwei, die sich ausschließlich mit ihren Steam-Profilen angemeldet haben, weil sie die Anmeldungs-News nicht richtig gelesen haben, dass sie bitte auch ihre Gamers Global-Profile mit einreichen sollen. Und ja, wir hoffen einfach, dass sich noch viele melden werden, weil bei der Abstimmung, auf welchen Systemen soll das Ganze stattfinden, waren es knappe 85 bis 90, die sich dafür gemeldet haben, PC oder PS4. Und aktuell 10 Teilnehmer ist dann ja leider etwas enttäuschend, um es mal ehrlich zu sagen. Da hoffen wir auf jeden Fall mal alle, dass da noch mehr dazukommt und die Teams sich dann entsprechend zusammenfinden. Genau, und habt auch keine Angst. Habt auch keine Angst, dass ihr nicht gut genug seid. Benjamin und ich spielen ja auch mit. Das heißt, ein Sieg dürfte euch sicher sein. Ja, mal schauen. Vielleicht vorher noch. Vielleicht, ja, mal gucken. Also runtergeladen habe ich es letztens nochmal. Aber eigentlich nur, weil ich was nachgucken wollte wegen Modifikatoren und sonst irgendwas. Ich habe es dann im Endeffekt gar nicht erst gestartet. Aber ja, doch, wenn ich Zeit habe, dann spiele ich da schon nochmal kurz rein. Weil, ich meine, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Vor einem Jahr oder so, ne? Ja, ein paar Monate ist bei mir auch her. Nee, wir müssen auf jeden Fall mal diese Woche mal abends mal ein paar Ründchen zusammenspielen, damit wir uns auch ein wenig einspielen können. Ja, genau. Also letzten Jahr mal gesagt und was möglicherweise, aber das wird wahrscheinlich eher Anfang nächster Woche auch werden, damit wir nicht 2 Premium-Wunschartikel innerhalb von einer Woche bringen. Das Tokyo Dark, da habe ich schon einen Testzugang. Ja, das werde ich dann auch entsprechend unterbringen, sobald es möglich ist. Und aber rechnet eher mal frühestens am Wochenende, aber eher sogar Anfang nächster Woche irgendwann damit, bis da entsprechend der Test bei uns auf der Seite ist. Und damit zum Thema der Woche, Christoph. Genau, gestern war ein, ja, ich fange schon an wie die Frauen bei den Jahrestagen oder Monatstagen. Gestern war ein Jubiläum, gestern ist die Switch ein halbes Jahr im Handel gewesen. Und wir möchten jetzt einfach mal so ein kleines Resümee ziehen, vor allem ein privates Resümee, wie wir mit der Switch halt ja, persönlich umgehen, wie wir sie selber nutzen. Benjamin, wie sieht's bei dir aus? Nutzt du sie noch regelmäßig? Ja gut, ich meine, ich habe ja Mario und Rabbids Kingdom Battle zuletzt drauf getestet. Von daher natürlich nutze ich die Switch immer noch und werde das auch weiterhin tun. Allerdings habe ich sie tatsächlich doch, zumindest was die private Seite angeht, deutlich weniger genutzt, als ich am Anfang gedacht hätte. Okay, also, du bist ja auch der, der immer noch seinen NES-Mini eingepackt hat.
Nee, eingepackt ist er nicht. Ansonsten, ansonsten hätte ich ihn ja, nee, das war ja schon am ersten Tag, als er ankam, nicht, ne? Ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich besonders teuer verkaufen können. Nee, habe ich auch nicht vor, das Ding zu verkaufen. Das ist ja auch mehr für mich so ein Ding, was weiß ich, Mega Man 2 und so weiter. Das kann ich auch in der Mega Man Legacy Collection spielen. Also dafür brauche ich keinen NES Mini oder was. Das SNES, das wird da schon ein bisschen interessanter sein. Aber wie gesagt, wir sind ja bei der Switch. Und ja, also viele Sachen natürlich schon gespielt, aber doch vieles nur angespielt. Und abseits der Tests, glaube ich, gibt's überhaupt ein Spiel, was ich durchgespielt habe, abseits der Tests, die ich gemacht habe? Ich glaube nicht. Aber das könnte sich demnächst, ich meine, so ein Mario Kart 8 kann man auch schwer durchspielen, aber auch da habe ich erst so 2 Stunden, wenn es hochkommt, mal gespielt. Nee, will ich auf jeden Fall noch nachholen. Das ist dann halt immer so dieses Abwarten auf die ruhige Minute. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe, abgesehen von Tests, wo ich dann das Dock brauchte, um capturen zu können, habe ich nur im Handheld-Modus gespielt. Dabei meine ich mich zu erinnern, dass du vor einem Jahr, als die angekündigt wurde, noch sagtest, du würdest eigentlich davon ausgehen, nur im Dock-Modus zu spielen. Das würde ich, also ich meine, das hast du schon mal in einem Podcast gesagt, ich würde sogar behaupten, ich müsste es nachgucken, dass ich genau das nicht gesagt habe, sondern dass ich gesagt habe, ich würde es nicht unterwegs nutzen, und sondern also, zu Hause spielen. Dann kann sein, und dass ich falsch verstanden habe. Und das ist, zumindest im Wesentlichen auch richtig so. Ich habe es halt unter anderem auf der Fahrt von der Gamescom zurück, habe ich es halt auch unterwegs mal benutzt. Aber ansonsten wirklich nur zu Hause, ja, weiß ich nicht. Ich spiele aber auch am 3DS zu Hause nicht unterwegs. Ja. Nee, also das sieht bei mir wirklich ganz anders aus, die Nutzung. Also bei mir ist die, ich würde sagen, fast täglich im Einsatz, die Switch. Wenn ich bei mir, dann bei meiner Freundin, die darauf rege Puyo Puyo Tetris, mittlerweile auch, glaube ich, an die 30 Stunden runtergerissen hat. Also ich nutze das Teil sowohl privat als auch zu Hause. Wie du auch gerade sagtest, so die ruhige Minute abwarten. Ich finde eben, das braucht man bei der Switch nicht. Und das weiß ich auch, das schätze ich auch extrem an dieser Hybridkonsole, dass ich mir die Switch abends einfach aus dem Dock rausnehmen kann, während gerade irgendwas im Fernsehen, sei es irgendein simpelstes TV-Programm gerade läuft oder ein Fußballspiel, irgendwie Champions League oder so, wo mich das Spiel halt nicht hundertprozentig interessiert, aber wo ich einfach Fußball so ein bisschen nebenbei gucken möchte. Und da wird dann die Switch rausgenommen und zeitgleich halt Mario Kart Online-Rennen gespielt oder Splatoon 2 nochmal auf dem privaten Account die Kampagne durchgespielt oder online. Und also ich kann nur sagen, ich bin mit der Konsole tierisch zufrieden und ich nutze sie auch genau so, wie ich am Anfang gedacht habe. Ich habe mir schon vorher gedacht, die wird hauptsächlich bei mir im Handheld-Modus laufen und halt auch, wenn ich unterwegs bin. Also auf einer längeren Zugfahrt, wenn es jetzt nach Frankfurt ist, mal zu Bethesda zu einem Preview-Event oder zur E3 den Flug. Okay, da habe ich weniger gespielt, aber ich hatte sie auch zur E3 mit. Oder wenn ich nach London fliegen muss für irgendeine Preview oder sonst was, die ist immer dabei und damit vergeht die Zeit ruckzuck und ich finde es einfach toll, dass man darauf mal wirklich große Spiele, und damit meine ich jetzt vor allem Zelda, als ich das noch nicht durchgespielt hatte, halt auch mobil spielen kann. Das weiß ich einfach zu schätzen und das finde ich toll an dem Ding. Ja, wobei große Titel große Switch-Titel heißt. Ne? Das darf man natürlich trotzdem nie dabei vergessen, weil ein Multiplattform-Gerät will es nicht werden und wird es nie werden. Dafür reicht halt die Hardware-Leistung auch nicht aus. Aber mich würde es halt zum Beispiel mal interessieren, weil da gibt es ja selten wirklich mal konkrete Zahlen drüber, die man erfährt, wie gut sich zum Beispiel die ganzen Indie-Geschichten da drauf verkaufen. Weil das wäre ja zum Beispiel so ein Bereich, also einige Spiele, die halt wirklich besondere Funktionen dann auf der Switch auch haben. Ich meine, das Thimbleweed Park, das ist jetzt noch nicht draußen für die Switch, das soll ja irgendwann jetzt im September kommen. Ja. Und das ist halt die einzige Version, die entsprechend auch Touch Control, zumindest im Handheld-Modus, Second Screen-Geschichten gibt es ja nicht mehr, unterstützt. Und da würde mich halt auch mal interessieren, zumal es natürlich auf einer anderen Plattform schon lange raus ist und jeder, der es interessiert hat, in Anführungszeichen. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also bei Multiplattformen-Indies zumindest, wie gut laufen die auf der Switch? Und bei Switch-exklusiven Indies, vereinzelt gibt es die ja. Eben wie die laufen, so auch im Verhältnis zu den großen Titeln, weil
weiß ich nicht, das sieht da irgendwie auch so aus. Die großen Renner, das sind dann halt Mario Kart 8 Deluxe. Das ist natürlich Zelda gewesen. Und ansonsten... Minecraft nicht vergessen. Dann, ja gut, aber ansonsten wird es dann ja schon relativ dünn, ne, was die richtig großen Titel angeht. Das stimmt wohl, aber allerdings muss ich auch sagen, dass Nintendo sich wirklich Mühe gibt, da im Moment regelmäßig Inhalte rauszuhauen. Also wenn wir jetzt mal vom Launch angehen, jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir hatten Zelda, wir hatten Mario Kart 8, wir hatten Street Fighter, das muss man auch dazu zählen, zumindest meiner Meinung nach, wir hatten Splatoon, wir hatten ARMS, jetzt Mario Rabbids ist ja zumindest auch eine Nintendo IP mit drin. Diesen Monat kommt Pokémon Tekken. Nächsten Monat oder diesen Monat sogar schon in Japan kommt das Fire Emblem Warriors. Also ich finde, gerade Nintendo gibt sich extrem viel Mühe, dass da regelmäßig Inhalte kommen. Und wenn man halt wirklich auf die Nintendo-Marken steht, dann ist man im Moment absolut gut, also absolut versorgt mit dem Ding. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass man irgendwie ja, auf dem trockenen Sitzen Sachen spielen. Zumal du ja auch eben sagtest, so ein Mario Kart, das spielt man nicht wirklich durch. Das spielt man halt seine Cups und bis man da überall die 3 Sterne geholt hat, wenn man es denn unbedingt möchte, und dann begibt man sich in die Online-Rennen rein und versucht da so möglichst viele Punkte zu sammeln. Ja, wie gesagt, Titel gibt es natürlich schon einige, aber ich meine, letztlich ist es natürlich auch in vielerlei Hinsicht so ein bisschen Zweitverwurstung, ne? Also ich meine, Mario Kart 8 Deluxe ist im Prinzip nichts anderes als eine Zweitverwurstung für Zelda, brauchst du theoretisch keine Switch, und Splatoon 2 ist ja im Prinzip auch nur ein zweiter Teil, der nochmal dasselbe in grün mit mehr oder weniger bietet, ne? Ja, natürlich, aber dafür brauchst du dann eine Wii U, und die hatten bekanntlich ja nicht allzu viele, und das dürfte den Leuten, die bisher keine Wii U besessen haben und jetzt die Switch gekauft haben, dürfte das relativ egal sein, ob es Mario Kart 8 schon auf der Wii U gab oder nicht. Sie spielen es halt jetzt auf der Switch oder so wie ich halt ein zweites Mal auf der Switch und haben immer noch sehr, sehr viel Spaß damit. Ja, ja, ist klar. Ja, aber wie gesagt, wenn man eine Wii U hat, sieht die Sache dann gegebenenfalls natürlich trotzdem schon mal ein bisschen anders aus. Was eine Sache noch angeht, jetzt habe ich allerdings den Faden kurz verloren. Ich könnte einspringen mit den Drittanbietern, weil da finde ich wirklich, dass es da so ein bisschen... ja, noch ungewiss ist, wie es da weitergehen wird. Also ich habe jetzt auf der Gamescom kurz bei Nintendo Skyrim anspielen dürfen. Ja, Skyrim ist 2011 erschienen, korrigiere mich. Ne, 2011 ist es erschienen, am 11.11., ne, 11.11.2011. Und damit ja, wenn es rauskommt, 6 Jahre alt. Aber es läuft sehr gut auf der Switch und ja, Bethesda wird sich schon was dabei denken. Vielleicht werden sie jetzt wirklich mal testen wollen, wie es auf der Switch läuft und also wie es im Verkauf läuft. Genauso EA mit FIFA, das habe ich auch ganz kurz leider spielen dürfen, aber es macht einen guten Eindruck. Also klar, es ist nicht die Frostbite-Engine drin, das merkt man hier und da auch bei den Animationen und sonst was, aber im Handheld-Modus ist die flüssig, es war ein FIFA, und ja, wer sich jetzt eine Konsole kauft und nur eine Switch, der wird, also gerade für Kinder, die möchten ein FIFA haben. Und das wird sich schon gut verkaufen auf der Switch. Ist die Frage, wie es nächstes Jahr aussieht, ob es nächstes Jahr immer noch mit solchen Sachen daherkommen und FIFA 19 nächstes Jahr veröffentlichen, oder ob man da vielleicht schon merkt, wir werden es, wir bringen nur alle 2 oder 3 Jahre neues FIFA. Aber also meine Einschätzung ist jetzt so, ohne dass ich Zahlen zum Belegen dafür hätte, die Switch läuft gut und das wird jetzt alles so ins Rollen kommen. Ja gut, die Switch läuft definitiv gut, ansonsten würden da natürlich nicht so viele Third Parties jetzt wieder aufspringen, aber zumindest ist da auch die Nummer Vorsicht auf jeden Fall dabei. Das sind halt, ist im Prinzip die Rückkehr der Multiplattform-Titel oder die Ankündigung von Multiplattform-Titeln im Regelfall, die auch für die Wii U noch weiter erschienen sind, wo alles andere schon gestrichen worden ist, nämlich die vorher schon auf den Nintendo-Konsolen gut liefen und die leicht umzusetzen waren. Irgendwelche Lego-Spiele von Warner beispielsweise. Muss man halt einfach mal abwarten. Und auch letztlich ist es so, die Switch, die ist ja nicht gerade günstig im Anschaffungspreis. Und dann bezahle ich für ein abgespecktes FIFA, bezahle ich für die Retail-Fassung dann auch 50 Euro. Ist halt die Frage, wer sich da überlegt, ob er das macht oder nicht. Also zumindest, klar, die Kinder, wenn die schreien und wenn die Eltern das Geld dafür ausgeben wollen, und die haben im Regelfall dann vielleicht auch keine Ahnung, wie es da aussieht, dann kaufen sie es. Aber jemand, der informiert ist und der nicht nur eine Switch sein eigen nennt, wer kauft denn FIFA für die Switch? Keiner. Also würde ich nicht machen.
Gut, klar, also ich kann ich verstehen. Also zum Beispiel die Vorjahresversion von FIFA, die dann auf 20 Euro runter ist, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Ne? Einfach um FIFA unterwegs spielen zu können. Aber 50 Euro bezahle ich doch nicht für eine abgespeckte Switch-Version. Ich kann da noch ganz gut so aus der Praxis mal berichten. Und zwar hat mein Cousin seinem Sohn vor kurzem eine Switch geschenkt. Und die sind zu zweit und haben auch Lego City Undercover geschenkt bekommen. Über die Performance braucht man nicht zu sprechen, aber das scheint die beiden Jungs kein bisschen zu stören. Anders als es uns stören würde. Aber er schrieb dann irgendwann abends mich an, du, ich hatte da heute Stress mit den beiden, die wollten natürlich beide gleichzeitig spielen, wie geht denn das? Das konnte ich doch bei dir, als wir bei dir waren, auf der Xbox, da konnten wir auch zu zweit da rumfahren. Sag ich, ja, das sollte auf der Switch gehen. Ja, da oben steht in der Ecke, drücke Plus oder sowas. Und dabei, wenn ich das mache, das funktioniert nicht, dann komme ich nur ins Menü rein. Sag ich, ja, du hast keinen zweiten Controller, ne? Doch, ich habe doch zwei Joy-Cons. Sag, ja, das funktioniert bei Lego City aber nicht, weil da musst du ja zwei Sticks haben, um die Kamera zu drehen. Die kannst du nicht einfach quer halten. Ja, was mache ich denn jetzt? Sag ich, ja, entweder einen Pro-Controller oder ein neues Paar Joy-Cons. Und dann bekam ich erstmal 3 Minuten keine Antwort und dann kam nur 70 Euro, Fragezeichen. Und sage ich, ja, mindestens für die Joy-Cons. Und das bestätigt natürlich auch den Punkt, dass das Ding nicht gerade günstig ist mit den 330 Euro Einstiegspreis. Aber letztendlich, er hat dann ein zweites Joy-Con-Paar bestellt, einfach damit die auch Mario Kart dann zu viert spielen können, hätte er nur einen Game-Controller bestellt, einen Pro-Controller. Dann hätten sie nur zu dritt spielen können, jetzt können sie direkt zu viert spielen. Ja, Problem gelöst, aber hat wieder ordentlich zusätzlich was gekostet, womit er am Anfang nicht gerechnet hatte. Genauso wie ich im Urlaub meine Switch mit hatte und einem guten Freund die Switch gezeigt hatte. Und ja, ich war eine Stunde bei ihm, wir haben Mario Kart gespielt, Puyo Puyo Tetris und ich bin nach Hause und es dauerte keine Stunde. Da kam dann von ihm die SMS. Ja, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier das für 330 Euro bestelle, welche Spiele sind dabei? Sage ich, ja, steht da irgendwas von Spielen bei? Da ist kein einziges Spiel dabei. Wie? Sage ich, ja, du musst noch Spiele dazu kaufen und am besten, wenn du sie mal mitnehmen möchtest, kauf direkt eine Tasche dazu, kauf dir direkt eine Schutzfolie dazu, wenn du sie unbedingt brauchst. Ja, er hat sie sich dann trotzdem bestellt, weil er Spaß daran hatte. Aber er hat mal zum Start weg für Mario Kart, Puyo Puyo Tetris und die Switch mit Tasche und einem Panzerglas 450, 460 Euro hingelegt. Und ja, für das Geld bekomme ich eine PS4 Pro mit einem zweiten Controller. Okay, da fehlen dann noch die Spiele. Aber das muss man natürlich auch ganz klar in Relation sehen. Die Einstiegshürde ist nicht klein, aber das scheint die Käufer ja, wie man im Moment so mitbekommt, nicht zu stören. Die sind mit der Switch zufrieden und gerade in Japan wird sie den Leuten ja aus dem Laden gerissen. Ich glaube, da ist es dann immer noch so, wenn irgendein Laden neue Lieferungen reinbekommt, dann wird gelost. Ja, wie gesagt, muss man einfach mal abwarten, wie es weiterläuft. Im Moment sieht ja alles sehr rosig für Nintendo aus. Ja, also dass es besser als für die Wii U laufen wird, das kann man jetzt, glaube ich, schon ziemlich klar mit Ja beantworten. Ja, aber andererseits an die Wii wird es wahrscheinlich nicht rankommen. Aber vielleicht ja, und das sieht ja im Moment zumindest auch so ein bisschen danach aus, in Sachen Attachment Rate wird die Wii wahrscheinlich ja deutlich überflügeln. Ja, die war ja auch sensationell niedrig, weil das wichtigste Spiel Wii Sports war ja zumindest sehr lange Zeit dabei. Aber ich würde sagen, mit der Switch sind wir erstmal durch fürs nächste halbe Jahr. Lass uns doch mal zu den User-Fragen kommen. Fängst du an? Ja, der kritiklose alles, das heißt kritikloser alles Konsument, man muss es ja richtig vorlesen, der fragt, was habt ihr schon so alles an kuriosen, dreisten, witzigen und so weiter PNs bekommen? Also ich war gerade ein Versprecher, weil wir sagen PNs, private Nachricht. Ja, aber ja. Ist ja völlig egal, jeder weiß, worum es geht. Kurios oder dreist ist mir jetzt, glaube ich, noch nichts untergekommen. Ich habe einen User, der mich regelmäßig zu Gladbach anschreibt, der hat mitbekommen, dass ich Gladbach-Fan bin und er lebt, glaube ich, auch in Gladbach. Und er hat mir zuletzt zum Derby-Sieg gratuliert, was dich ganz besonders freuen dürfte. Ja. Wenn er dir da unbedingt gratulieren will. Letzte Saison, da war ich noch nicht ganz aus dem Stadion raus, da kam von dir schon eine SMS, als Gladbach verloren hatte gegen Köln, die hast du dieses Jahr nicht bekommen. Ich bin netter zu dir.
ja. Ja, das kann sein, aber ich meine, das hat ja im Zweifel was damit zu tun, dass ich nicht wollte, dass ich es nachher vergesse oder so. Ja, ja. Und was die Frage angeht, ich habe noch keine PMs von dir bekommen, kritikloser Alleskonsument. Der Necromanus. Auch wenn auf der Gamescom ein rückläufiger Trend zu verzeichnen war, nutzt ihr noch eure VR-Brillen? Können wir uns auch über weitere VR-Tests freuen? Ja, also ganz ehrlich, in letzter Zeit nutze ich meine VR-Brille nicht mehr. Spielst du nur auf der Switch? Ja, hauptsächlich. Und auf der Xbox One natürlich auch. Nee, aber auf der... Ich überlege dann ab und zu mal, soll ich sie nochmal auspacken? Aber dann ist halt so ein bisschen die Hürde... das Ding erst wieder zu verkabeln und den Tisch zur Seite zu schieben und ja, dann habe ich auch nichts, was ich unbedingt... Pornhub runterzuladen. Genau, das geht auf der PSVR, glaube ich, nicht. Da schiebt Sony noch einen Riegel vor. Ja, und es sind einfach keine Spiele im Moment da, die ich unbedingt spielen müsste, weswegen sie im Moment hauptsächlich eingepackt bleibt. Ja, also ich habe es ja auch schon relativ lang nicht mehr benutzt. Was halt auch einfach daran liegt, es ist ja nicht mehr großartig was gekommen. Es kommen jetzt Oktober, November war es, oder Oktober, Dezember waren sie angekündigt hier, das Bravo-Team. Und das Impatient. Und ja, ansonsten, ich meine, gut, es erscheinen schon immer wieder mal kleinere Titel, aber jetzt, weiß ich nicht, da fehlt halt im Moment auch so ein bisschen die Zeit und ich befürchte auch so ein bisschen, für die semi-interessanten Spiele, die ich jetzt nicht unbedingt gespielt haben müsste, wie so ein Resident Evil 7 in VR oder so. Ja, da wird es halt in den Monaten September, Oktober, November ein bisschen dünn zeitlich. Ja, aber ganz kurz noch zu der Frage, ob wir weitere VR-Tests machen. Also wenn wir es zeitlich hinkriegen, gerade zu Bravo Team oder Inpatient, wenn wir es zeitlich hinkriegen, könnt ihr da garantiert noch einen VR-Test zu erwarten. Ja. Toxoplasma. Was haltet ihr davon, alle laufenden Aktionen, Crowdfunding, Abstimmung zu Reports und oder Tests, laufende Gewinnspiele und Sonntagsfragen zentral an einer Stelle auf der Seite zu bündeln? Ich wüsste jetzt nicht so genau, was das für einen Sinn haben sollte, weil die laufen nur eine begrenzte Zeit und solange werden sie auch relativ prominent im Regelfall auf der Hauptseite präsentiert. Und wenn die abgelaufen sind, dann haben sie sich im Regelfall ja auch erledigt. Das gilt, und die Sonntagsfragen zum Beispiel, da gibt es ja eine, genauso wie zu den Testvergleichen oder zu Langer Lästert oder sonst irgendwas, gibt es ja Exklusivserien, wo die gesammelt werden. Übrigens auch zu den Podcasts, wie ihr ja sicherlich wisst. Und weiß ich nicht, sehe nicht den Sinn, warum das bei Crowdfunding-Aktionen jetzt unbedingt sein müsste. Auf der anderen Seite, da müsste der Fabian halt auch extra so eine Sonderkategorie nochmal einfügen und weiß ich nicht, ich sehe halt keinen Sinn drin. Ja, sie werden halt regelmäßig hochgezogen. Genauso wie jetzt aktuell jetzt das, die Anmeldung zum Rocket League-Turnier, die wird jetzt garantiert jeden Tag hochgezogen werden. Also sie wird jeden Tag prominent auf der Seite zu sehen sein. Und danach ist sie nicht mehr aktuell, dann braucht man nicht unbedingt eine gebündelte Stelle, wo man dann nochmal was nachgucken kann. Simonsen, könntet ihr bei der Bewertung der Spiele vermerken, wie viele User bewertet haben? Steht jetzt aktuell nicht auf der Agenda, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es einen Sinn hat, dass es nicht so ist. Aber ja, rechnet auf jeden Fall nicht in naher Zukunft damit. Und der Hedeltrollo. Es ist zwar etwas früh, aber wie stehen die Chancen für eine Neuauflage der legendären Weihnachtsfeier? Die stehen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also zumindest haben wir schon mal darüber gesprochen, auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtsfeier zu machen. Also seid gespannt. Bald gibt es Spekulatius und irgendwann gibt es dann vermutlich auch wieder die Weihnachtsfeier. Genau. Und zum Abschluss noch. Wir haben schon in der vergangenen Woche fleißig T-Shirts verpackt aus der Treueaktion, die vor einiger Zeit auf der Website stattgefunden hat. Und ja, die werden im Laufe dieser Woche dann in die Post gehen und die Glücklichen, die entsprechend ihr Abonnement verlängert hatten, dann per Post erreichen in den kommenden Tagen. Genau. Und dann möchten wir uns an dieser Stelle bedanken fürs Zuhören und sagen bis zur nächsten Woche. Tschö. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.